Jonglieren mit dem Stock, aber es geht vor allen Dingen auch darum, eine gute, sichere Griffhaltung für den Stock zu bekommen und den Stock dann in Bewegung zu bringen, sodass er in verschiedensten Winkeln um den Körper herum sich dreht und sich bewegen kann, ohne dass es mir wehtut. Der Stock ist ein guter Lehrer, weil der weiß ganz genau, wo es lang geht und er ist sehr streng. Wenn ich mal meinen Kopf oder mein Schienbein in den Weg halte oder der Stock den Weg zwischen die Beine findet, er zeigt keine Gnade. Eine grundlegende Bewegung ist das Drehen vor dem Körper, aber da möchte ich jetzt gar nicht mit anfangen, sondern ich möchte mit einer 8 anfangen. Und am besten machen wir die 8 neben dem Körper. Wenn ich mal die einzelnen Positionen zeige, ich habe jetzt den rechten Arm ausgestreckt zur Seite und ich schaue jetzt nur das rechte Stockende an oder das Stockende, zu dem jetzt mein Zeigefinger zeigt. Ich gehe nach außen, nach unten, dann vor dem Körper, zeigt der Stockende zur anderen Seite, geht wieder nach oben, nach außen. Das hintere Stockende, betrachten wir jetzt nochmal, ist dann gefolgt und ist jetzt auch vor dem Körper. Jetzt geht das Stockende nach unten und hinter dem Körper nach unten, nach oben und nach außen und wir sind wieder am Anfang. Also ich mache eine Schleife vor dem Körper, eine Schleife hinter dem Körper. Wenn ich mich jetzt nur auf die vordere Spitze konzentriere, dann kriege ich diesen Achterschwung und das hintere Ende folgt ganz automatisch. Ich kann mich auch frontal hinstellen, habe es dann links oder rechts. Ich arbeite jetzt aber erstmal gern rechts oder vor dem Körper, hinter dem Körper. Und wenn wir die Bewegung haben, wer das schon raus hat, können wir das mit beiden Händen machen, dann mal einen Handwechsel machen. Dann auch hier wieder vor dem Körper, hinter dem Körper, Handwechsel, vor dem Körper, hinter dem Körper. Wenn ihr damit vertraut seid, könnt ihr natürlich auch ständig rechte Hand, linke Hand wechseln und auch die Front wechseln. Also ich stehe jetzt mal zur Kamera, seitlich zur Kamera, im Rücken zur Kamera. Seitlich zur Kamera, immer noch eine Rücken zur Kamera und so weiter. Okay, Achterschwung. Probiert's mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Umgreifen in diesem Dreier, einmal rechts, einmal links, können wir jetzt auch wie beim Nunchaku machen. Das heißt, der Stock geht jetzt um den Ellbogen oder um den Oberarm herum. Die Hand klappt nach oben, greift nach. Dann mache ich das auf der anderen Seite auch. Zack. Wenn ich den richtigen Moment erwische, oder das richtige Drehmoment, kann ich den auch etwas anwerfen, um hier wieder zu fangen. Ich kann übergeben, anwerfen und übergeben. Ich kann ihn in die Hand rollen lassen, kann auch drehen, ohne dass ich die Hand vom Stock löse. Gut, eine Hand übernimmt die Führung, die andere Hand bleibt dran. Wenn die rechte Hand die Führung übernimmt, bleibt die linke Hand in Kontakt, umgekehrt. Ich halte es die ganze Zeit mit beiden Händen voll fest, weil das ist natürlich gar nicht möglich. Fürs Kämpfen auch eine relativ ungünstige Haltung. Ich bin jetzt hier die meiste Zeit im Schmetterling. Kleine Finger zeigen zueinander, die Hände sind mit dem Herzchen nach oben geöffnet. Dadurch, dass ich von rechts nach links aber die Führung immer wechsle, habe ich einen relativ sicheren, relativ starken Griff. Okay, also, erste Möglichkeit hatten wir eben schon. Zweite Möglichkeit, ich lasse den Stock in die Hand rollen. Jetzt neu, ich mache das Ganze um den Oberarm herum, Nunchaku-mäßig. Und ich kann ihn auch leicht anschweben lassen. Und wer das hat, wenn das schon gut reinläuft, kann die Drehrichtung ändern. Kann rückwärts drehen. Von unten nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also ich kann hier dranbleiben. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kann übergeben in die Hand und kann um den Oberarm herumgehen. Nunchaku. Da kommt man nicht so richtig auf Tempo, nicht so richtig auf Speed. Deswegen, wenn ich jetzt vorwärts anfange, habt den Stock in der rechten Hand, geht das rechte Stockende auf die andere Seite rüber. Das ist die 1, dann dreht der Stock weiter, 2, dreht weiter, 3. Da hatte ich vorhin schon übernommen. Jetzt übernimmt die linke Hand von unten. Links hat übernommen und der Stock dreht noch einmal weiter, 4. Jetzt wechselt die linke Stockende, Stockseite auf die andere Seite. 1, 2, Stock dreht weiter, 3, die Hand öffnet. Andere Hand übernimmt von unten, Stock dreht weiter, 4. 1, 2, 3, übernehmen, 4. 1, 2, 3, übernehmen, 4. Dann haben wir auf jeder Körperseite 4 Kontakte, also 4 Schlangen mit Beulen am Kopf. Dann ist der Wechsel zur anderen Seite. Und für die, bei denen das gut läuft, die damit vertraut sind, geht vorwärts und rückwärts. Deswegen ist der Stock in der Mitte auch markiert, weil wir arbeiten jetzt immer um den Schwerpunkt des Stocks herum. Dann haben wir einen guten Halt. Und die Stöcke hier, Kuli, wir haben, die sind richtig gut für Muckis. Die machen Muckis. Nehme wieder und führe rüber. Wobei das jetzt macht es aus der Bewegung heraus. Das jetzt nochmal Schritt für Schritt zu erklären, das leistet sich gerade nicht. Die Hand übernimmt und dann wechselt der Stock wieder von vorne auf die andere Seite. Und beim Wechsel hole ich hier nochmal Schwung auf. In der Bewegung. Oder ich schieße noch ein paar Steine. So, und jetzt kommt der Trick dabei. Ich kann, während ich diese Bewegung mache, meine Front ändern. Ich habe jetzt angefangen, nach vorne zu drehen. Wir haben das im Detail angeschaut. Jetzt kann ich wieder einfach umdrehen und die Bewegung weitermachen. Also das hört sich jetzt ganz nett an, aber im Grunde ist das das Prinzip, dass ich den Stock weiter drehen darf und versuche dann, den Wechselmodus zu finden, wo der Stock die gleiche Bewegung beibehält. Und wir haben immer zwei Varianten von dem Viererschlag jetzt zum Beispiel, oder der im Achtersprung Vierermodus, nämlich vorwärts und rückwärts. Okay. Macht soweit ihr kommt, ergänzt, wenn ihr soweit seid. Ansonsten macht intensiv das, wo ihr gerade seid. Und wenn euch was Neues einfällt, macht es. Ich klaus euch. Wenn wir den Stock stabilisiert haben, indem wir ihn schneller drehen, dann hat er auch eine stabile Lage, wenn er in die Luft geht, kann ich ihn werfen und dann die Bewegung weitermachen. Kann ich das Ellenhandbein wieder fangen, dann übernehmen. Rechts wirft, rechts fängt. An anderer Stelle haben wir zunächst einmal vor dem Körper angefangen zu drehen und haben dann die Wurfbewegung gemacht. Das ist jetzt genau das Gleiche. Oder von der einen Hand in die andere geworfen. Okay, genau diese Technik kann ich jetzt auch benutzen, um hier den Stock ein bisschen Höhe zu geben. Also, zwei Möglichkeiten. Links wirft, links fängt. Dann übernehme ich.
rechts wirft, rechts fängt, dann übernehme ich. Oder links wirft, rechts fängt, links wirft, rechts wirft, links fängt. Ich schaue nur auf die markierte Mitte vom Stock. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Der Rest macht eh, was er will. Das heißt, um den Stock wieder fangen zu können, brauche ich nur den Blick auf die Mitte, den Blick auf die Mitte zu haben und da dann auch, wenn möglich, zu fangen. Ja, also eigentlich ist es nichts anderes, als wenn ich den Stock so hochwerfe und wieder so fange. Oder so fange. Ja, dann macht er halt noch eine halbe Drehung, dann eine ganze Drehung mehr. Jetzt mal auf. Griffwechsel. Dann verschiedene Arten des Umgreifens. Das sind zum Vierer. Dann vorwärts wie rückwärts. Dann geht ein Vierer. Ein Zweier. Ein Zweier, das ist, womit wir angefangen hatten, vorwärts. Jetzt hier auch nochmal rückwärts. Eins, zwei, eins, zwei. Ein Dreier. Ein Schakko umgreifen. Beim Vierer habe ich halt erst die Chance, richtig Geschwindigkeit auf den Stock zu bringen. Und dann hat man noch die Möglichkeit zu werfen und wieder fangen. Gut, das lässt sich auch mit einer komplizierten Schrittarbeit ganz frei miteinander kombinieren. Jetzt keine festgelegten Bewegungsabläufe, das kann zum Beispiel halt nicht geklappt. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt nochmal ein bisschen meine Schrittarbeit einlegen. Oder ich möchte jetzt mal, ich denke immer bei der Bewegung an Conan der Barbar, wenn ich mit beiden Händen anfange zu schlagen, mit dem leichten Stock. Der schwere Stock zeigt mir, wo es lang geht, zeigt mir die Bewegungsrichtung, zeigt mir, wo der Stock bleiben will in seiner Bewegung, wo ich am besten nicht dazwischen gehe. Der leichte Stock verzeiht mehr. Das heißt, den leichten Stock kann ich dann auch viel, viel mehr manipulieren in Bewegungsrichtungen, die eigentlich jetzt nicht dem Willen des Stocks entsprechen. Mit dem großen, schweren Stock trainiere ich meine ganzen Muskelschwingen. Weil der baut sehr viel kinetische Energie auf. Der will in der Bewegung bleiben und sobald ich ein bisschen nur diese Bewegung verändern will, muss ich Kraft reingeben. Und das trainiert dann nicht nur den Bizeps in einer Bewegungsrichtung, sondern der ganze Schultergürtel, der ganze Oberkörper, der aufgerichtet wird, ist darin beteiligt. Also eigentlich ein ganz, ganz tolles Trainingsgerät. Okay, also, jeder für sich nochmal, freie Kombination. Falls wir was noch nicht gemacht haben und das fällt euch ein, haut es mit ein. Sabrina dreht den Stock jetzt vor dem Körper. In einer möglichst ruhigen, gleichmäßigen Bewegung. Und am Anfang muss ich erstmal langsamer. Meine Aufgabe ist es jetzt irgendwann den Stock zu übernehmen. Okay. So, ich drehe weiter. Sabrina nimmt die Drehbewegung auf und übernimmt einfach. So, als wenn ich übernehmen würde. Wir können einen Drill mit vier Händen draus machen, aber wir machen es jetzt einfach mal zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Wir könnten das auch timen, dass wir dann 1, 2, 3, 4 in dem Spiel haben. Aber jetzt machen wir es irgendwie. Irgendwann, wenn du sagst, jetzt habe ich Lust, übernehme ich den Stock. Der Stock will sich immer weiter. Okay, und jetzt. Yeah. Yeah.